Also, wenn hier jetzt gerade irgendwo so ein aktives Portal ist, was in die Vergangenheit geht, dann wäre das wesentlich cooler gewesen, wenn jetzt dann hier nur Urzeit-Pokémon gewesen wären. Aber wenn halt hier so Kabutops rumläuft und Amoroso und Aerodactyl da irgendwie rumfliegt oder so. Das hätte ich cooler gefunden, definitiv. Ich meine, wenn sie hier noch irgendwelche komischen anderen Pummeluff-Dinger reinbringen müssen, okay. Aber dann hätte ich, also wie gesagt, ich hätte es dann cooler gefunden, wenn halt hier Urzeit-Pokémon gewesen wären und dann halt, weiß ich nicht, halt so wie diese scheinbare urzeitliche Pummeluff-Form oder so. Weiß ich nicht, ob das jetzt so hinhaut. Denke ich aber schon. Ja. Das ist ein TM. Oh, Maskering. Aeras. Wo war's denn? Ich muss, glaube ich, muss dann jetzt hier lang, ne? Wildminze. Denke mal, das wird jetzt dahin genommen. Gut. Ich bin auf dem richtigen Weg. Dann ist ja dann nur noch eins und dann bin ich ja bald dann bei der Professorin. Okay. So, jetzt müsste, genau, ich wollte es gerade sagen, jetzt müsste gleich wieder eine Sequenz kommen. Da wären wir, die nächste Observationsstation. Dann gehen wir da mal rein. Puh, dann können wir uns ja kurz ausruhen. Irgendwas wird uns doch bestimmt gleich wieder zu kleiner zu arbeiten, garantiert. Cosima, du machst dir einfach viel zu viele Sorgen. Don. Siehst du? Siehst du? Wow. Und Nimide. Boah, geil. Moment mal, das sieht ja aus wie, wie das Herrscher-Pokémon von neulich. Das war also ein Pokémon aus der Vergangenheit. Hast du etwa schon mal gegen so ein Pokémon gekämpft, Pepper? Es sieht wahnsinnig stark aus. Ich mag sie wirklich. Keine Sorge, überlass das Herrscher-Pokémon ruhig Käffchen und mir. Ich meine, sowas finde ich ja cool, ne? Halt so Domfern sieht halt mehr urzeitlich mäßig aus und so, ne? Ich sag mal, Marmutel wird ja nachher auch richtig gut reinpassen. Okay. Ja, Mondgewalt ist ein Step-Move. Okay, das macht jetzt eher weniger Schaden. Und das war's. Sehr schön. Okay. Yay, geschafft. Vielleicht kann ja das Herrscher-Pokémon, das wir auf unserer Suche nach den Geheimgewürzen gesehen haben, auch aus Zone 0. Oh, dann habt ihr es also der außerhalb des Sturms auch schon getroffen, ihr Glückspilze? Von wegen, wenn so ein Pokémon aus der Vergangenheit in Paldea rumspaziert, haben wir ein Riesenproblem. Hat Professor Antiqua da kein Auge drauf? Sollte sie das hier nicht verhindern? Was macht sie bloß? Ja, was macht sie? Was macht die auch so perfekte Professorin nur? Käfin, lass uns endlich reingehen. Ja, vor allem, wie kommen die hier raus? Ich meine, wir mussten ja hier runterfliegen. Und wie kommt dann so ein Ding hier bitte raus? Das ist dann schon sehr merkwürdig. Hier ist die dritte.
Geht's allen gut? Braucht jemand von euch eine Pause nach dem ganzen Herumlaufen und Kämpfen? Fühlst du dich nicht gut, Cosima? Oh doch, alles in Ordnung. Mir geht nur diese Zeitmaschine nicht aus dem Kopf. Die Pokémon hier in Zone 0 sind aus der Vergangenheit hergekommen, richtig? Kann es dann nicht sein, dass Koraidon auch aus der Vergangenheit stammt? Meinst du? Irgendwie hat es ja was von Antikes an sich. Das klingt echt plausibel. Oh, da fällt mir ein Pepper. Ich wollte dich schon die ganze Zeit was fragen. Du hattest damals den Pokémon von Koraidon und du wusstest über seine Form Bescheid. Du weißt doch bestimmt noch mehr. Hatte ich mir denken können, dass du dich an solche Details erinnerst. Na gut, ich erzähle euch, was ich weiß. Dieses Pokémon, ich meine Koraidon, meine Mutter hat es damals während ihrer Arbeit an der Zeitmaschine entdeckt. Ab hier sollte wohl ich das Antworten übernehmen. Professor, das Koraidon, das ich dir anvertraut habe, Käffchen, es war das erste Pokémon, das ich mit der Zeitmaschine aus der Vergangenheit hierher transportieren konnte. Wusste ich es doch. Ich analysierte seine genetischen Daten und seine Verhaltensmuster. So kam ich zu dem Schluss, dass es sich um eine urzeitliche Form des heutzutage existierenden Reit-Pokémon Mopex handeln musste. Ach, deswegen sehen die sich so ähnlich. Okay, ich dachte halt, dass das die Vorentwicklung davon ist, beziehungsweise dann halt von dem, was in Purpur ist. Stimmt, sie weisen gewisse Ähnlichkeiten auf. Viele andere Pokémon sind seitdem durch die Zeit hierher gereist. Es gelang mir jedoch nie, mehr als zwei Exemplare von Koraidon in unsere Zeit zu holen. Wie jetzt? Du meinst, es gibt hier irgendwo noch so ein Ding? Oh, was ist, wenn sie eine Familie sind und das andere irgendwo in Zone 0 auf unser Koraidon wartet? Steht uns ein emotionales Wiedersehen bevor? Ganz bestimmt, wer wäre nicht glücklich, die Chance zu haben, seine Familie wiederzusehen? Familie? Ja, wer würde sich nicht freuen? Wie dem auch sei, Käffchen, benutze die zentrale Schalttafel, um das nächste Schloss zu entriegeln. Okay. Ja. Okay, noch eins. Gut gemacht. Bitte fahr nun mit der letzten verlorenen Observationsstation fort. Alles klar. So, lass mich raten, ich muss jetzt da unten rein. Mal gucken, was dann hier unten so passiert gleich. Oh! Ein Duodino. Oh, und da ist dieses komische Pummeluft-Ding. Krass, dass das hier einfach so rumläuft, ey. Das Minecraft-Pokémon. Moment, ich komme hier nicht weiter. Ja. Da? Geh weg, du komisches Ding. Moment, hier passiert irgendwas. Ah, da unten ist hier, glaube ich, die letzte Station. Boah, so viele Kristalle, wie hübsch. Und dann da unten sind ja noch mehr. Okay, da ist auf jeden Fall noch eine TM. Wenn wir da runterfallen, war's das. Stimmt, passt gut auf, wo ihr hintretet. Die Professorin muss irgendwo da unten sein, also werden wir sie bald treffen können. Aber das beschäftigt mich überhaupt nicht, überhaupt nicht. Also gut, Käffchen, Emilia, Cosima, wir gehen weiter. Aber haltet die Augen offen.
Was für ein seltsamer Ort. Hey, vielleicht gibt es hier unten ja wirklich einen Schatz. Hier sieht es irgendwie aus wie aus einer anderen Welt, fast wie ein Paradies. Dieses Licht, mit dem die Kristalle hier leuchten, vielleicht gibt es mir nur so, aber es erinnert mich stark an die Terra-Kristallisierung, ob es da eine Verbindung gibt. Die Antworten auf all unsere Fragen liegen dort unten, also los. Na gut. Ja. Was? Hilfe. Wo muss ich jetzt hin? Da war ein Item. Primer Ball, okay. Ah, da ist dieses komische Ding. Das ist auch wieder eins in den Dings, in den Felsen reingeglitscht. Terrstück Eis, okay. Merkwürdiges Vieh wirklich. Oh! Eine Herde. Okay. Hey, das sah doch jetzt gar nicht so weit aus, oder? Da hinten ist die TM. Und da ist die Forschungsstation. Tja, da unten ist keine Ahnung, irgendwas. Aber dieser V ist auch da. Terra-Ausbruch. Ah, okay. Oh, wow. Bin ich jetzt echt jetzt scheiße. Ah, jetzt muss ich hier echt wieder zurück, oder? Mist. Oder hier dann? Gibt es hier hinter einen Weg? Nee. Ach, doof. Na gut. Die TM hätte ich eigentlich auch mal irgendwie nutzen können, ne? Die dann so diesen Typen annimmt von. Was ist das denn für ein Ding? Also es wird bestimmt die Formwirkung von dem anderen Teil hier sein, ne? Die ja den Typen dann von dem Terra-Typen annimmt, was das Pokémon hat. Wäre vielleicht auch ganz praktisch gewesen oder so, aber na gut, wir haben ja auch alles so geschafft. Shiny dabei? Nee. Obwohl, ich sag mal, kaum mal hat Shinies, habe ich genug durch Pokémon Go. Das passt ja dann. Da ist dann die letzte Station. Also ich nehme mal an, dass sie dann halt da oben angefangen haben und dann halt hier immer weiter erforscht haben und dann halt immer so eine Zwischenstation gemacht haben. Und dann halt, ja, irgendwann da ganz, wow, okay, das sieht krass aus. Ah, da unten ist dann höchstwahrscheinlich das Hauptlabor, oder? Ja, Hallöchen. Ja, du? Los, wie die Nara. Brav. Okay, keine Sequenz vorher. Oh. Oh wow, hier herrscht halt das reinste Chaos. Irgendwas scheint hier alles verwüstet zu haben. Mag sein, aber was? Hallo Kinder. Huch, Professor, habe ich mich erschreckt. Entschuldigung. Was ist denn hier passiert? Warum ist hier alles verwüstet? Entschuldigung, hallo Kinder? Hä? Entschuldigung. Okay. Übertragungsfehler oder? Hallo Kinder, hallo, hallo. Was zum. Hören Sie bitte auf, das ist gruselig. Hallo Kinder, Kind, ja. Hä? Das System wird neu gestartet.
Das muss an einem gestörten Signal gelegen haben, oder? Oder sie sendet aus Ostdeutschland. Vielleicht, es war auf jeden Fall seltsam. Fast als wäre. Wenn das ein Scherz sein sollte, war er total geschmacklos. Ich habe wirklich Angst bekommen. Okay. Alle Schlösser wurden entriegelt. Ein, zwei, Test. Hallo? Hallo? Entschuldigen hier vorhin, es gab eine kleine Verbindungsstörung. Verbindungsstörung? Pä, wer es glaubt? Pepper? Alle Schlösser sind entriegelt. Bitte begebt euch nun zum tiefsten Punkt von Zone 0, wo sich das Labor befindet. Okay, hat Pepper schon eine Vorahnung oder? Okay. Ist jetzt ein bisschen merkwürdig hier, ne? Was war mit der Person gerade los? Vielleicht hat sie das getan, um unser Abenteuer noch aufregender zu machen. Emilia, das fandest du aufregend, im Ernst? Irgendwie ja, schon etwas. Was stimmt mit dir nicht? Du solltest mal zum Arzt gehen. Ich glaube, was da vorhin vor sich ging. Ach, schon gut, ist nicht so wichtig. Was ist los, Pepper? Du wirkst irgendwie bedrückt. Käffchen, was auch immer passiert, ich zähle darauf, dass du die Sache. Irgendwas. Okay, er scheint scheinbar irgendeine Vorahnung zu haben. Aber. Was? Ist jetzt die Frage. Ist das hier eine Tafel? Okay. Hau ab, du hässliches Vieh. Terrorstück Unlicht. Achso, Mist, hier muss ich jetzt gar nicht lang, oder? Doch, dann geht ein Weg runter. Okay. Ich wusste, dass ich hier lang muss. Terrorstück Kampf. Hatte ich vorher noch gar nicht, okay? Wenn du da runterfällst, stirbst du. Ist auch noch ein weiter Weg hier. Irgendwie dieses fliegende Vieh. Ne? Also das da. Das erinnert mich irgendwie voll an Draschel. Also ich halt die Zwischenentwicklung von Kid Boom und Bruder Lander. Irgendwie hat die da was voll von. Ich sag mal, der Vorteil durch diese, dass die Pokémon jetzt halt einfach so hier rumrennen, man hat halt jetzt hier nicht ewig nervende Zwischenkämpfe. Man kann halt einfach hier mal am Slalom drum rumlaufen oder muss halt nicht irgendwie 300 Top-Shots immer benutzen. Das ist natürlich ganz angenehm. Hinten ist ja so ein Thema, aber muss ich dann jetzt da runter? Oder geht es dann da weiter? Das ist die nächste Frage. Aber ich glaube, es geht da runter, ne? Ja, da ist Wasser und da ist dann. Okay. Sieht krass aus. Spuckball! Okay. Ganz viel Wasser, ganz viele Funkelkristalle. Na, dann bin ich jetzt mal gespannt, was da jetzt so Sache ist. Und warum sie die Schlösser nicht von innen wieder aufmachen konnte. Ist ja auch. Ich meine, ist ein gutes Sichersystem, dass man hier irgendwie vier Dinger braucht, um die Dinger da zu entriegeln, aber. Doof, wenn man es dann von innen nicht entriegeln kann, ne? Okay, einfach hier so in den Kristall reingehauen, oder? Hier ist also der tiefste Punkt von Zone 0. Wir haben es geschafft. Mal sehen, ob an den Legenden über den Schatz hier, der hier liegen soll, was dran ist. Glaubst du, alle Märchen, solange sie im Schulbüchern stehen? Hallo Kinder, ihr habt es hierher geschafft, gut gemacht. Das Gebäude, von dem ihr hier steht, ist das Labor 0. Da drin halten sie sich gerade auf, richtig, Professor? Aber es sieht so aus, als ob das ganze Gebäude von Kristallen verschlungen wird. Den Kristallen hier in Zone 0 wohnt eine rätselhafte Energie inne. Sie vermag es,
Fertigkeiten von Lebewesen zu verändern oder sogar die Leistung von Maschinen zu optimieren. Es handelt sich um die gleiche Energie, die es Pokémon ermöglicht zu Terra kristallisieren. Heißt das also, dass dieses Gebäude gerade Terra kristallisiert wird? Pepper, halt mal einen Moment den Schnabel. Die Terra-Kristall-Orbs bestehen also aus den Kristallen, die man hier in Zone 0 findet, ja? Korrekt, aber nur die wenigsten wissen davon. Jetzt, da ihr alle vier Schlösser entriegelt habt, könnt ihr das Tor zum Labor 0 öffnen. Aber seid gewarnt, sobald ihr dieses Tor öffnet, werden die gefährlichen Pokémon, die sich im Inneren befinden, augenblicklich herausstürmen. Gefährliche Pokémon? Ich bin sicher, gemeinsam werdet ihr vier das bewerkstelligen. Bitte bereitet euch gut vor, bevor ihr das Tor öffnet. Keine Sorge, Käffi und ich können es mit jedem Gegner aufnehmen. Super, dann haben wir ja rein gar nichts zu befürchten. Okay. Aber das ist zumindest mal eine coole Erklärung, warum man hier Pokémon Terra kristallisieren kann. Weil, ja, bei Schwert und Schild wurde gesagt, ja, halt hier sind irgendwelche besonderen Energien und deswegen werden die Pokémon größer. Warum Pokémon auf einmal Z-Attacken konnten, weiß man ja auch nicht so wirklich. Ja gut, und die Mega-Entwicklung, wo jetzt diese Amulette und so weiter wirklich herkommen, zumindest könnte ich mich jetzt nicht erinnern, dass es da eine Erklärung für gab. Aber ja, ist halt schon mal cool dann, dass die hier sagen, ja, die Terra-Kristalle, die kommen halt von hier und daraus sind die Orbs gemacht und deswegen können Pokémon halt sich verändern. Ob das an sich wirklich Sinn macht oder so, ist jetzt eine andere Frage, aber damit kann ich hier auf jeden Fall schon mal leben. Okay, jetzt bin ich jetzt mal gespannt, was jetzt hier passieren wird. Möchtest du das Tor zum Labor 0 öffnen? Ja, möchte ich. Du öffnest das Tor zu? Hey, Moment noch. Im Ernst, du weißt echt, wie man einen besonderen Moment versauen kann. Wenn wir uns darauf einstellen müssen, dass sich gleich heftige Pokémon auf uns stürzen, sollte Koraidon auch mit von der Partie sein, oder? Du hast recht, in der Meeresbuchthöhle war Koraidon damals ein richtiges Kraftpaket. Ich würde es gern nochmal so kämpfen sehen. Ich weiß ja nicht, seit wir in Zone 0 sind, lässt es niemand mehr auf sich reiten. Und seine Kampfform kann es doch auch nicht annehmen, oder? Es ist extrem stark, das könnt ihr mir glauben. Schließlich hat das all die Geheimgewürze gegessen. Wenn es darauf ankommt, wird es kämpfen. Außerdem hat es zumindest für eine Weile in Zone 0 gelebt. Vielleicht findet es ja seine Familie wieder, wenn wir es aus dem Ball lassen. Du sagst ja auch mal was Vernünftiges, Pepper. Meinst du? Ich weiß nicht so recht. Los, Käffchen, lass Kyurem aus seinem Ball. Ich weiß, ich halte das an sich auch für keine gute Idee, aber. Ja, okay. Auf geht's, Kevin. Jetzt, wo wir unser Trupp dank keine vollständig ist, kannst du endlich das Tor öffnen. Okay, was genau passiert jetzt hier?